So, Käsebrotfreund, da sind wir wieder. Hallo, Tim Schill. So, also, ich hoffe, es läuft jetzt ein bisschen besser und wir haben keine so Framerate-Drops mehr. Wir werden es sehen. Wir konnten nicht rausfinden, woran es liegt. Vielleicht ist das Wetter, vielleicht ist es dem Rechner zu warm einfach. Das kann ja auch mal sein. Ja. Ja, genau. Weiter. So, nichts passiert, alles ruhig, alle sehr hungrig und sehr traurig und alles Katastrophe. Du isst was und gehst ins Bett. Ach, sogar sehr hungrig, Mensch. Ja, gestern waren sie alle hungrig, heute sind sie alle sehr hungrig. Ja, jetzt muss der gute Bruno Problembär, der soll mal unser Gemüse verkochen, schön, oder? Genau, der soll erstmal hier Holz holzen. Genau. Erstmal der Feuermann hier. Die ist nicht mehr krank. Und die ist auch nur hungrig, weil die ganze Zeit geschlafen hat. Das ist perfekter Move. Wenn wir jetzt noch eine Ratte fangen, dann ist Träumchen. Genau. Die kann dann gleich ein bisschen schön aufspielen. Genau, spiel mal auf. Die Finger warm und so. Du legst hier mal nach. Das wird super. Können eigentlich mal ein bisschen Radio hören. Also naja, wenn wir mit einem Scheiß so durch sind. Aber jetzt spielt die erstmal hier schön Gitarre. Genau. Und der Bärchen soll was kochen, ne? Achso, der holt erstmal den Schnappes. Ja, holt erstmal den Fall, dass er irgendwie leckere Schnapssoße kocht. Soll ich gleich vernünftigen Alkohol herstellen? Was brauchen wir nochmal dafür? Schwummelding. Ein Filter. Ein Filter. Und Teile für einen Filter. Gucken wir mal. Und? Haben wir? Ja. Ja. Drei? Ja. Mach mal. Okay. Werkel. Sie ist schön am Spiel. Werkel. 16 Grad. Ist auch angenehm warm. Okay. Müssen wir den Wetterbericht hören, wie lange der Winter noch dauert. Oder sagt er das? Ich weiß gar nicht. Schon wieder jemand an der Tür? Oh nein. Bestimmt wieder die Kinder oder so. Wer ist denn das? Nee. Oh, jemand, Gott, der Hilfe braucht. Oh nein. Mag Männer, die Hilfe brauchen nicht. Oh, ja, ich meine, sonst war das ja immer cool, dann sind die happy, aber jetzt ist halt... Oder wir bleiben halt daheim. Können wir eigentlich auch machen. Ne? Wir schicken den Pavel, der soll mitgehen. Der, weiß ich nicht, die können ja wach bleiben, dann, ich meine, was soll's, oder? Ja. Die können einfach trotzdem wache stehen. Und wir gehen einfach nicht weg. Wir sind gleich da. Ich bin gerade im Keller. Ich mach gerade einen Filter, ich komme. Ich muss erstmal was essen kurz. Warte. Die bleiben ja bis abends, ne? Die laufen nicht. Ja, die stehen da den ganzen Tag, stehen die da rum, die armen Schweine. Ja. Öffnen Sie bitte. Ja, ich komme gleich. Na, komm, bin schon wir da. Wir fragen mal, was er will. Hallo? Nochmals hallo. Wir sind gerade am Gitarre spielen. Okay, also was willst du? Nochmal hallo. Er braucht eine Bandage. Wie geht es Ihnen? Mit Ihrer Hilfe konnten sich alle Verletzten erholen und nach Hause zurückkehren. Einer von Ihnen braucht allerdings Bandagen, die sind mir ausgegangen. Hätten Sie welche übrig? Warten Sie. Ja, achso, das sind die, denen wir schon geholfen haben. Ja, eine Bandage haben wir noch. Ah, fuck it. Weil wir werden nicht mehr verletzt. Ja? Werden wir nicht mehr? Nein, gar keinen Fall. Okay, wir sind total die guten Menschen, wir helfen dir. Okay. Ja, komm. Ja, machen wir. Vielleicht profitieren wir ja massiv davon. Ja, es macht man kriegt ja manchmal Belohnungen dafür, ne? Ja, aber also es macht die zumindest mal happy halt, ne? Mhm. Eigentlich können wir jetzt quasi im Krankenhaus plündern gehen. Weil wir so gut Menschen sind. Ja. War das? Ja, das wollen wir. 3 von 3, oh je, wir haben kein Wasser mehr. Digga, wir haben kein Wasser mehr. Da müssen wir wohl einen Filter investieren. Ja, wir haben noch Dings zum Schmelzen, Schnee zum Schmelzen. Dings zum Bumsen, ja, aber den müssen wir ja trotzdem filtern, oder? Weiß ich nicht, müssen Doch, wir? Doch, ich glaube, du musst den trotzdem viel filtern, oder? Wo schmilzt man den? Auch hier in dem Top oder was? Das kann gut sein. Entschuldigung, ich habe irgendwie... Kalt? Dann mach doch mal die Tür zu, was lässt denn du die Tür offen, du Pappnase irgendwie? Es zieht doch. Kein Wunder, dass hier arschkalt ist. Genau, mach das zu. So, also. Schon geht's ein Grad hoch. Schupp. So. 16 Grad. Wollten wir nicht Alkohol herstellen? Weil keine Filter oder so. Ja, oder ja, kein ja. Wasser. Ja. Wasser haben wir nicht mehr, ne? Ist das Problem? Nee. Du hast doch Filter hergestellt. Ja, da. Stimmt. Guckst du. 2, 4, 6. Hilfe, was? Wir können 6 Alkohol herstellen. Achso, man macht aus. Hä? Ja. Warte mal, aber mach mal lieber nur 4. Aus einem Schnaps macht man 2 Alkohol? Sehe ich das richtig, oder was? Sieht so aus. Cool. Wusste ich gar nicht. Oder habe ich vergessen? Das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist ein lohnendes Geschäft. Oh Mann. Die Schnapsbranche.
Hast du es ein wenig im Hals? Ja, fuck. Ich habe gerade irgendwie einen Hals. Ich habe einen Frosch. Frosch, einen Frosch. Warte mal. So, ist gleich mal nicht viel besser, aber ein bisschen. Okay, was, so. Was wollten wir? Es wird jeden Tag schlimmer. Er meckert rum, der macht was? Schnaps. Es wird überhaupt nicht schlimmer. Also gut, Marco ist tot, aber sonst ist doch schon... Alles schon wunderbar. Stehen wir noch super da. Ach so, wir wollten mal Radio hören hier irgendwo. Ja, und essen. Wer hat noch Hunger? Keiner. Der hat ein bisschen Hunger, der hat auch ein bisschen Hunger, aber ansonsten naja. Sind sie alle versorgt. Kein Hunger ist besser wie ein Hunger. Ja. Und ich will mal Wetter will ich mal checken. Mal, pack mal ein. Verdammt nochmal, es sind keine Kippen übrig, verdammt! Okay, können wir die eigentlich auch so eine Kräuterkippe machen, ne? Eine Kräuterkippe. Wir könnten Kräutermedis machen und die an den Tüpfer verticken, wenn der ist. Ach so, an den Auto in den Werkstatt, Heini? Mhm. Oh, aber wollte der... Hat der nicht irgendwie explizit... Medizin verlangt? Kann natürlich sein. Können dem eine Drehtabakzigarette auch machen. So eine richtige, echte Tabakzigarette. Mhm. Aus. Oder eine Echt-Tabak können wir auch machen. Komm, 4 Stück kriegt er. Echt-Tabak, den kann man auch tauschen halt. Ne? Ja. Die Zigaretten kann man aber bestimmt auch tauschen, oder? Ja, ja. Also, ja, das meinte ich, ja. Also, stand ja auch in der Beschreibung. Ja. Ist auch als Währung gebräuchlich. Alter Schwede. Setz dich mal hier auf den Stuhl. Steh da nicht so rum, setz dich mal, Junge. Genau. Ach so, und ich wollte ja eigentlich mit dem hier mal Radio hören. Genau. Mal gucken, was da so Phase ist. Hüten sich vor Plünderbanden, das ist nicht gut. Eine klassische Musik. Das brauchen wir nicht, wir haben die Sladder. So, immer noch sehr niedrig, schwere Feuer, ja, blablabla, okay. Dieser Wetterbericht war nutzlos. Mhm. Es ist immer noch sehr kalt, das wissen wir selber, danke. Aber was machen wir jetzt mit unserem Wasserproblem? Wie viel Wasser haben wir? Haben wir nicht drauf geachtet. Ne, keins mehr, glaube ich. Keins mehr ist nicht gut. Ne, keins ist relativ wenig, ja? Ja. So ein bisschen wasserlos, das Ganze. Ja, also jetzt... Lass doch mal die Hungrigen das wegessen da. Oder? Dann müssen wir mal gucken, ob wir da... Nee. Ist das? Ich weiß wirklich nicht. Ausprobieren. Ja? Ja. Macht dir nix. So. Der haut sich was rein. Der auch noch mehr. Der haut sich mal was rein. Ja, der ist auch noch traurig. Ja. Und Essen hilft er ja auch. Ja. Kennt man. Und dann kann der hier mal versuchen, ein bisschen Wasser zu schmelzen. Oh, der hat nix, Mensch. Der hat nix. Der ist total. So, gut da. Drauf. Filter. Guck. Holz, Dings, Filter. Ja. Wir brauchen einen Filter für 4 Wasser. Das ist schon. Aber ein bisschen Wasser brauchen wir auf jeden Fall. Das ist schon ein Wort, ja. Ja. Ja, jetzt können wir halt wieder normales Essen machen, zumindest mal, ja. Bisschen. Das ist schon gut so. Okay, ja, es ist trotzdem die Frage, was machen wir heute Nacht? Verflixt. Haben wir noch eine Säge? Und wir haben natürlich unsere Waffenteile auch verdingst, oder 2 reichen wahrscheinlich nicht, um eine Säge herzustellen. Waffenteile haben wir doch keinen verkauft. Ja, stimmt, aber wir haben nur 2 und für eine Säge brauchen wir bestimmt irgendwie so Dutzende oder so. Ja, oder 3. Nee, verkehrt. Sein. Nicht upgraden, sondern herstellen. Nee, geht. Geht. Ein Waffenteil und 2 Teile. Herstellen. Holy shit. Oh je. Schaffen wir es noch? 57. Oh boy, das schafft er nicht. Schafft er nicht, der Lurchi. Nee. Oh nein, Scheiße. Er schafft's nicht. Verdammt. Doppelhaus. Ruhiges Haus. Krankenhaus. Kleines Wohnhaus. Wir können Alkohol verticken am Militärstützpunkt. Ah ja, das stimmt. Wenn die uns nicht erschießen. Das stimmt. Der soll plündern. Der Rest schläft. Warte mal, lass doch den Bruno Wache stehen, oder? Der hat nix. Komm. Okay, kann er machen. Also, das ist doch nur fair. Auch wenn der, glaube ich, ein Weichei ist. Ja. Vorbereiten. Jo. Wer hätte denn gerne... Ah, eine Kippe können wir auch noch mitnehmen. Das nehmen stimmt. Die bestimmt auch. Wir haben 4. 4. Wow, nee, 2. Komm, nimm 2. Und 2 Kippen. Okay. Komm. Kann sich jeder Soldat einen Schnaps reinleeren und einen reinen Alkohol reinleeren und dazu eine rauchen. Genau. Oh, ja. Ist wunderbar. Das fühlt dann schon, ne? Ja.
Wenn du so eine Flasche reinen Alkohol dir reinpfeifst, alter Schwede. Das kann man machen, auf jeden Fall. Ja, hast du schon mal reinen Alkohol getrunken? Ich? Ja, ja, halt im Chemieunterricht haben wir das mal probiert. Irgendwie so. Ehrlich, im Chemieunterricht? Ja. Sehr geil. Hallo. Ja, also das sollte man nicht tun. Was? Mir hat auch mal einer einen untergejubelt. Reinen Alkohol? Ja, ja, so als kurzen. Ach so, und? Bist du blind geworden? Nee, es war ja reiner Alkohol, war ja kein Methanol, sondern war tatsächlich reiner Ethanol, ja. Aber das machst du nur einmal, ja. Ja. Der fand es witzig, ich fand es nicht witzig. Nee, kann ich mir vorstellen. Hast du ihn geboxt? Nee, war ja mein Kumpel, der hat selber eingetrunken. Ach so. Der Idiot. Voll Spaß. So, gucken wir mal. Was? Wow. Okay, Medi sind teuer. Hm. Wasser? Was haben die denn sonst noch? Bandage? Essen? Was ist mit einer Bandage, Tim? Oder werden wir nicht verletzt? Auf gar keinen Fall. Das war ein Scherz, okay. Okay, das ist wohl genauso teuer, okay. Ja gut, dann... Ja gut. Wir können ein Maschinengewehr kaufen. Ah, ja, pack's mal ein. AK. Und dann ballern wir die Jungs direkt weg. Das ist kein Scherz, du Penner! Eigentlich hätte ich ja mal Bock, so mit so einem Ding mal rumzuballern. Irgendwie. So im echten Leben? Nee, hier. Nee, nicht im echten Leben. Hier in dem Spiel. Ja. Also, ja. Wenn wir so ein Übungs-Safe-Game hätten, ne? Ja. Dann wäre es schön, ja. Ich habe auch nie gemacht, ja. Nie. Naja, gut, Essen und Wasser, ja. Mal. Aber wollen wir wirklich Dosenfraß nehmen? Oder ist hier Chicken Nuggets, Chicken Wings, meine ich, sind die günstiger? Die sind probier mal aus. Kostet dasselbe. Ja? Ja, ich meine schon. Ist aber im Endeffekt günstiger, weil wir es noch nicht noch kochen müssen, ne? Da brauchen wir kein Wasser, kein Feuerholz, können wir einfach so essen. Ja, das stimmt, ja. Okay, ja, gut, gekauft. Ja. Kostet. Dankeschön. So. Bürgerpflicht erfüllt. Fühle ich mich gleich besser, du Arsch. Ja. So, weg mit euch. Ich würde gerne mal gucken, wie groß das ist. Alter. Das ist voll riesig, ja. Ja, da geht aber einiges. Eigentlich müssten wir mal reingehen, alle niedermetzeln irgendwie so und mal gucken, was es da so zu holen gibt, oder? Ich weiß nicht, ja. Gibt es irgendwie so Videos von so Runs irgendwie? Bestimmt. Stützpunkt platt gemacht. Bestimmt. Müssen wir sich mal angucken, wie der Profi das so macht. Ja, nicht ja. Dir, wie so Fachmann für Kenner quasi. Ja. So Laienspieler wie wir. Gelegenheitsspieler quasi bei unserer Frequenz. Die wie verrückt hier einfach rumklickern und keine Ahnung haben, was sie tun irgendwie so. Ja.